Im Parlament in Kiew ist es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Abgeordneten gekommen. Ein Mitglied des Parlaments, Nikola Levchenko, hatte die Volksvertretung beschimpft. Sie schaffe es nicht, eine Waffenruhe zwischen den Separatisten und den Streitkräften auszuhandeln. Einige Abgeordnete griffen daraufhin Levchenko an. Die Regierung in Kiew ordnete unterdessen eine Teilmobilmachung der Bevölkerung an. Bei dieser geht es um eine Masseneinberufung von Männern zwischen 18 und 25 Jahren. Beim Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf Donetsk kamen in diesem Hof eine Frau und drei Männer ums Leben. Ich hätte nie gedacht, dass die Ukraine ihr eigenes Volk umbringt.